sein. Das ist das Positive. Auf der anderen Seite ja, gehen jetzt langsam dem Rudi Völler die Spieler aus. Okay, deutsche Hymne. Die es gegen Rumänien versuchen wollen. Das war die deutsche Hymne und jetzt die rumänische. Der Fußball-Super-Mittwoch, den die deutschen Damen eröffnet haben, geht weiter. Im Laufe des Abends sehen Sie noch Brasilien, Italien, Spanien, die Niederlande, Tschechien und so weiter und so fort. Und hoffentlich jetzt ein richtig gutes Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft hier in Bukarest. Rumänien, Deutschland, Franz Beckenbauer und ich wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Klaus Buckelberg ist der Regisseur dieser Partie und Ihr Reporter ist Bela Reti. Es sind im übertragenen Sinne noch wenige Plätze frei in den Abteilen für die Reise nach Portugal. Das letzte Länderspiel vor der Nominierung des EMK, das hier an den Gleisen hinter der Gegentribüne des Rapid-Stadions, der Heimat des Eisenbahnerclubs hier in Bukarest. Und wir kommen gleich zu den Formalien, zu der Mannschaftsaufstellung. Sie sehen hier Ramelow vor 10 Minuten in die Mannschaft gerückt. Diese Aufstellung ist mehrfach modifiziert worden im Laufe des heutigen Tages. Und hier nun die hoffentlich endgültige Fassung, die Rudi Völler und Michael Skibbe heute auf den Platz schicken. Und zwar im Tor, zumindest für eine Halbzeit, Oliver Kahn, der Kapitän. Dann die Viererkette von rechts mit Friedrich, Ramelow eben, Jeremies auch neu in die Mannschaft gekommen, vor einer Stunde etwa. Lahm links, davor Hamann und Ernst. Rechts offensiv Schneider, auf der linken Seite Frings und die beiden Angreifer Freddy Bobic und Kevin Kurani. Dazu im Einzelnen gleich Näheres zur Entwicklung dieser Formation, während wir hier die Rumänen sehen in einer 4-4-2-Formation, die Angel Jordanescu ausgewählt hat. Lobons von Ajax Amsterdam im Tor, dann Stoikan, Jencici, Vurad hinten, Radoy davor, im Mittelfeld Petre, Dika und Plešan und vorne alter Bekannte aus Stuttgart, Lionel Ganea neben dem Dinamo Bukarest Stürmer vom Tabellenführer Danciulescu. So sieht das aus, hinten der Blick über die Hauptstadt Rumäniens, der 350.000 Einwohnerstadt Bukarest. Die deutsche Mannschaft wird anstoßen vorne, stehen bereit dazu. Die beiden Schwaben, der eine spielt für Hertha, der andere für die richtigen Schwaben. Freddy Bobic und Kevin Kurani. Also Ramelow, wie gesagt, als zentrales Glied der Viererkette neben Jeremies vorgesehen, waren eigentlich Frank Baumann und Jens Nowotny da hinten. Baumann klagte dann heute Mittag über Wadenprobleme. Und Nowotny hat sich beim Warmlaufen wehgetan, hatte Kniebeschwerden auf diesem sehr stumpfen Rasen, der ja als der beste gilt hier in Rumänien. Offenbar doch nicht gut genug.
Und bei Nowotny muss man natürlich Verständnis dafür aufbringen. Der Mann hat ja immerhin schon 2 Kreuzbandrisse gehabt in seiner Karriere. Und da ist man natürlich besonders sensibel und besonders vorsichtig. Personalie Ballack hat sich heute Morgen erst entschieden, hat ja letzten Samstag beim Training einen Schlag auf die Wade bekommen, in einem Zweikampf mit Santa Cruz. Da wollte man kein Risiko eingehen, natürlich ist dieser Apriltermin nicht sehr günstig, mitten in der Endphase der Meisterschaft. Und Ballack ist ja ohnehin gesetzt für die EM, die ja ihre Schatten vorauswirft. Der Kampf um die letzten Plätze ist eröffnet. Es gab ja kaum Absagen im Vorfeld dieses Länderspiels, abgesehen von den verletzten Wörns und Rahn. Die Absagen kamen erst heute im Laufe eines turbulenten Tages. Rath, der linke Verteidiger von Schachtor Donetsk. Trainiert wird er von Bernd Schuster. Fabian Ernst, der die Rolle von Michael Ballack einnimmt, der Bremer, der einzige vom Tabellenführer in der Startformation. Didi Hamann. Ramelow. Wohin mit Ganea. Florentin Petre, dem kleinen Mann auf der rechten Seite, nur 1,67. Stoikan, der Rechtsverteidiger, und Jeremies. Wie gesagt, in der Innenverteidigung zuletzt häufiger eingesetzt bei den Bayern auf dieser Position. Die Bank ganz dünn besetzt, Ballack, wie gesagt, verletzt. Erste Möglichkeit für Rumänien, dritte Minute. Durch den Mann mit der 7, das ist Nicolae Dica. Von Steaua Bukarest, 23 Jahre alt. Rumänien im Umbruch, eine Mischung aus ganz, ganz jungen Spielern und wenigen Erfahrenen. Der Star der Mannschaft ist heute nicht dabei, auch also Iordanescu mit Personalproblemen. Mutu von Chelsea London ist ebenfalls verletzt. Der interessanteste Mann ist mit der 5 Christian Kivu vom AS Rom, der junge Kapitän und Abwehrchef. Freistoß Jeremies. Auf der deutschen Ersatzbank neben dem frisch eingeflogenen Torwart Timo Hildebrand. Auch das gehört zu diesem Tag. Lehmann musste heute Morgen nach Hause oder heute Mittag nach Hause reisen. Nur noch Paul Freier, Oliver Neuville und Sebastian Kehl. Also viel wechseln wird Rudi Völler heute nicht zwangsläufig. Da haben wir Hildebrand, möglicherweise ein Debütant heute. Und der spärliche Rest der deutschen Fußballkolonie hier in Bukarest. Da ist Kivu. Der linke Verteidiger, zuletzt im Verein, musste er nach rechts aufweichen. Das ist bei ihm ohnehin kein Problem, er ist ja Rechtsfuß. Denn Andreas Hinkel ist ja verletzt. Stadion nicht ganz gefüllt, 19.000 Zuschauer hätten hier theoretisch Platz. Aber wie gesagt, bei Eintrittspreisen bis zu 50 Euro hat sich der eine oder andere das überlegt. Kurani. Fabian Ernst. Und Bogdan Lobons, der Torwart von Ajax Amsterdam.
Oliver Kahn hat einen Bluterguss im Knie. Deshalb war die Maßnahme ja angedacht, dass Lehmann in der zweiten Hälfte spielen soll. Obgleich es für Hildebrand gelten wird, wird Rudi Völler nur kurzfristig entscheiden. Er hatte sich noch nicht festgelegt. Das ist Adrian Jentschi, Spartak Moskau. Petre vorbei an Franks. Von Jeremis der gewonnene Zweikampf. Unser Experte in erster Reihe, Franz Beckenbauer, neben Dieter Hoeneß, der Manager von Hertha BSC Berlin. Rechts daneben DFL-Boss Werner Hackmann. Hoeneß sieht hier seine beiden Herthaner, Friedrich und Bobic, die ja beim Wochenende beide gesperrt sind im Spiel gegen Schalke. Wegen 5 gelber Karten. Freistoß für die deutsche Elf, gut gemacht von Philipp Lahm. In seinem dritten Länderspiel. Im Februar debütiert in Kroatien. Und jetzt schon Stammspieler, praktisch gesetzt für die Europameisterschaft. Auf der deutschen Problemposition. Garnea nach Fehler von Ramelow und wieder ausgebügelt vom Leverkusener Eckball Rumänien. Angenehme Temperaturen jetzt noch hier in der rumänischen Hauptstadt, ca. 18 Grad. Das ist Kivu gewesen, das erste Mal mit vorne der Kapitän. Eckball nach diesem Schuss von Plesan von Universitate Craiova. Angel Giordanescu hat eine Mischung aus Legionären und einheimischen Spielern hier aufgeboten. Die Mannschaft, wie gesagt, im Neuaufbau im Hinblick auf die WM-Qualifikation für Deutschland 2006. Der Bundesinnenminister Otto Schily. Daneben Adrian Nastase, der Ministerpräsident von Rumänien, auf der Ehrentribüne. Klärt von Ramelow. Jeremis, Hamann, Lahm, Ernst, Kurani gut rauskombiniert. Bobic, Kurani hat gesehen, dass da Bernd Schneider gestartet war, aber der Ball wird aufgehalten. Rumänien kommt jetzt mit Nicola Dica. Aber den kleinen Petre. Von Dinamo Bukarest, dem Tabellenführer, Plesan und Jeremis. Fehlerfrei bisher in seiner neuen Position, die dann gar nicht mehr so ungewohnt ist, wie gesagt, bei Bayern gelegentlich eingesetzt. Und Ion Tiriak vorne in der Mitte. Der ehemalige Becker-Manager, jetzt Präsident des rumänischen Nationalen Olympischen Komitees.
und Bankier und so weiter, mächtiger Mann hier. Schneider, häufiger in zentraler Rolle, rechts jetzt Friedrich. Thorsten Frenks. Und Lahm. Hamann da ein bisschen zu phlegmatisch in dieser Aktion. Lässt sich den Ball abjagen. Dika gegen Jeremis. Und die zweite recht brauchbare Möglichkeit für Rumänien durch Ionel Danciulescu von Dinamo Bukarest. Der Mann hatte vor 2 Jahren übrigens hier, der hier gerade köpft, einen schweren Autounfall, fiel mit einem Jeep 15 Meter tief von einer Brücke. Die rumänischen Kollegen sagten scherzhaft wegen zu viel Orangensaft und blieb nahezu unverletzt. Friedrich. Zurzeit gut in Form. Wie gesagt, am Samstag hat er Pause gegen Schalke. Und bei Schneider zuletzt einer der Garanten für Leverkusens Lauf, für die Erfolgsserie. Nach einer kurzen 3-4 Wochen langen Zwischenkrise. Profitiert vom Zweikampfverhalten von Hamann. Kurani, klasse gemacht, Kurani, und Lobotz ist draußen. Spiel geht weiter. Konter der Rumänen über Petre. Radoi. Fehlpass, Fabian Ernst. Er formal gesehen halb links auf der Ballack-Position der Bremer, aber naturgemäß etwas defensiver ausgerichtet als der Bayern-Spieler. Das ist Plesan, der am Boden sitzt. Mihaita Plesan ist der auffälligste Mann. Und das ist der Trainer der Rumänen, Angel Iordanescu, Spitzname der General. Und das war ein Foul von Fabian Ernst. Das ist der Schiedsrichter, den hat man gar nicht gesehen bisher, Roberto Rossetti aus Italien. Er mahnt jetzt ernst, greift mal kurz an die Brusttasche. 36 Jahre alte Physiotherapeut aus Turin. Da ist noch ein Nastase. Nicht der Ministerpräsident, sondern der ehemalige Tennisstar. Elena Stase hat sich ordentlich ernährt in den letzten Jahren offensichtlich. Aber immer noch unverkennbar. Der gleiche Haarschnitt, der gleiche schelmische Blick. Also die gesamte rumänische Sportprominenz hier im Eisenbahnerstadion von Rapid Bukarest versammelt. So vor sich hin plätschert und vor sich hin döst, unterhalten sich die Zuschauer selber. Ganea gegen Jeremis. Ganea spielt inzwischen in England nach einer kurzen Zwischenstation in der Türkei bei Bursaspor. Hat er seinen Vertrag dort vorzeitig aufgelöst.
und spielt nun beim Tabellenletzten der Premier League bei den Wolverhampton Wanderers. Würde aber nach eigenem Bekunden gerne wieder zurück nach Deutschland. Der Edeljoker 1 beim VfB Stuttgart. Klärt von Lahm, Schneider, Korani, der hat jetzt Platz. Kevin Korani, wer geht mit? Links Thorsten Frings. Und das war von mehreren Lösungen die schlechteste. Aber auch er inzwischen wieder ganz gut in Form. Meniskusprobleme, aber lässt sich nicht operieren. Hat beim letzten Länderspiel gegen Belgien auch ein Tor geschossen. Und wieder Korani. Bobic kann sich dagegen drei Mann durchsetzen. Frings, Hamann. Und Philipp Lahm. Dantulescu vorbei an Hamann. Ah, da erwischt Petri den Ball nicht richtig. Frings soll immer wieder die Position wechseln. Das tut er jetzt zum ersten Mal drüben, jetzt auf der rechten Seite. Dann rückt immer Schneider ins Zentrum. Sepp Maier hat jetzt einen neuen Mann zum Üben bekommen mit Timo Hildebrand. Zum zweiten Mal dabei ist. Letztes Mal in Köln gegen Belgien saß der Stuttgarter schon auf der Bank. Und nun kurzfristig eingeflogen mit einer Privatmaschine nach Bukarest. Ganea war das von Arne Friedrich irritiert. Währenddessen wir aus dem Innenraum von den Kollegen erfahren, dass Jens Nowotny in der Kabine der deutschen Nationalmannschaft behandelt wird. Am ledierten Knie. Das ist Adrian Jentschi von Spartak Moskau. Vor dem Wechsel nach Russland war dieses Stadion sein Zuhause 7 Jahre lang bei Rapid. Der amtierende Meister. Korani holt sich viele Bälle im Mittelfeld. Versucht sich immer wieder einzubringen. Viele Bälle haben die deutschen Stürmer bisher noch nicht erhalten. Die Zulieferdienste aus dem Mittelfeld sind nicht die besten bisher nach knapp 20 Minuten. Für Rumänien, weil der Freddy Bobic ein bisschen gedrückt hat. Ja.
Stoika, der Rechtsverteidiger gegen Ernst. Frings wieder auf der linken Seite jetzt. Lahm, Ernst. Oh, Fehlpass des Bremers. Blesan, das ist das Tor für Rumänien. Da geht er durch, als ob keiner da wäre. Die Führung für den Gastgeber. Ausgangspunkt. Der Fehlpass von Fabian Ernst in seinem ersten Länderspiel von Beginn an. Hier kommt die Aktion von Ernst, dann vorbei an Ramelow. Da kommt Jeremis zu spät und da ist nichts zu machen für Kahn. Der 21 Jahre alte Mann von Craiova in seinem zweiten Länderspiel bringt Rumänien mit 1:0 in Führung. Alle drei Neuen, die nicht vorgesehen waren für die Startaufstellung, sind regelrecht vernascht worden. Ich glaube, dafür ist der Begriff Nassmachen erfunden worden. Blesan 1:0. Und Rumänien kommt mit Danculescu. Gegen Lahm, gut gemacht vom Stuttgarter. Das ist der vorhin angesprochene Christian Kipo vom Eis rum. Und noch einmal dieses Solo von Blesan. Da kommt auch Lahm zu spät. Vorher fallen Jeremis und dann Culescu übereinander. Die nächste Möglichkeit für die Rumänen. Lupfer, drin ist er, 2:0. Jetzt wird es aber unangenehm hier, Freunde. Der Torschütze, der linke Verteidiger der Rumänen, Razvan Rad. Und hier die Entstehungsgeschichte. Schneider kommt da nicht nach. Und wenn man weiß, dass Oliver Kahn jedes Gegentor als persönliche Beleidigung empfindet, dann kann man sich vorstellen, was im Kapitän jetzt vorgeht. Wunderbar gemacht, das Tor. Hat gewartet, nicht blind draufgehauen, gelupft. Wo ist der Bukarest? Nein, von Shakhtar Donetsk. Razvan Rad. 2:0, andere Seite Kurani. Wenn überhaupt bisher Möglichkeiten da waren für die Elf von Rudi Völler, dann nur durch Kurani, eben diese halbe Chance davor in der 13. Auch einer. So, ist aber auch mal gut. Dann Culescu war das gegen Ramelow. Seine erste Aktion in der Offensive. Kanea. Viel entschlossener die Rumänen, auch in diesem Zweikampf. Kanea gegen Jeremis. Man wird das Gefühl nicht los, dass sie dieses Spiel vielleicht doch etwas ernster nehmen als die deutsche Nationalmannschaft. Aber auch wenn Rudi Völler sagt, das Ergebnis sei zweitrangig, aber Siege bringen Selbstvertrauen. Die deutsche Elf hatte ja zweimal hintereinander gewonnen jetzt. In Kroatien, dann zu Hause gegen Belgien.
so eine Art Miniserie. Drei Erfolge nacheinander gab es ja zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2002. Position natürlich dem Selbstvertrauen. Gut. Abstoß. Das ist Bläser, der Torschütze zum 1:0. Und das noch einmal das 2:0. Hier der verzweifelte Verfolgungslauf von Bernd Schneider gegen Razvan Rad. Miteinander sprechen soll diese Geste heißen. Die Kommunikation innerhalb der deutschen Mannschaft lässt offenbar nach Ansicht von Rudi Völler zu wünschen übrig. Und jetzt auch noch das. Unbedrängt. Oliver Kahn lässt diesen Ball zum Eckball ins Tor aus. Das passt ja irgendwie alles zu diesem Tag, zu diesen kuriosen Tagen. Weil die Mannschaft, glaube ich, drei oder viermal verändert worden innerhalb von wenigen Stunden. Und dann dieses eher ja, groteske Auftreten hier bisher. In Bukarest gegen eine Mannschaft, die sich ja nicht qualifiziert hat für die EM Rumänien. In letzter Sekunde hat man da oder in der Nachspielzeit ein Ausgleichstor kassiert in Dänemark. Damit war man Dritter. Dänemark war Gruppensieger, Norwegen kam in die Relegation. Der Trainer wollte zurücktreten, da die Regierung sich eingeschaltet. Und die davon überzeugt, weiterzumachen oder eine neue Mannschaft aufzubauen für die WM 2006. Und da haben die Rumänen eine schwere Gruppe erwischt, mit unter anderem Tschechien und Holland, den deutschen Gruppengegnern beim EM-Endturnier in Portugal. Jetzt humpelt doch Bobic. Nicht, dass das komplette Personal hier ausfällt. Aber auch Bobic ist gesperrt am Samstag in der Bundesliga. Am Sonntag spielen sie, am Sonntag auf Schalke. So, Freistoß, Schneider. Frings. Bilanz nach einer knappen halben Stunde, 2-3, ganz akzeptable Kombination im Mittelfeld. Ansonsten vorne nichts, hinten noch weniger, 2:0 für Rumänien. Häufiger zentral, da finde ich auch, dass er gut aufgehoben ist mit seinen technischen Qualitäten. Aber alles, wie gesagt, nur theoretisch zu sehen, davon heute auch noch nicht sehr viel. Das 47. Spiel von Rudi Völler und für Michael Skibbe. Man hat nur zwei Pflichtspiele verloren in der ganzen Ära seit 2000. Seit 4 Jahren. Ein Quali-Spiel gegen England, 1:5, und das WM-Finale in Yokohama. Also wenn es darauf ankam, war die Mannschaft da. Bei Freundschaftsspielen haben wir schon des Öfteren solche Erlebnisse gehabt wie am heutigen Abend bisher hier in Rumänien.
Fehler von Kivo Kurani. Klasse, nach Pass von Frings. Die bisher akzeptabelste Aktion der deutschen Nationalelf, erleichtert allerdings durch diesen Stellungsfehler von Christian Kivo. Genau, ein bisschen weiter nach links, leicht geschnippelt, so wie er es vielleicht früher getan hätte. Rudi Völler. Kurani an 7 der letzten 10 Tore beteiligt, immerhin der deutschen Nationalelf. Der 22-jährige Stuttgarter, auch er gesetzt für die EM, hat heute sein 10. Länderspiel. Kurani. Ein Freistoß. Das sieht aber Andrei Gordanescu irgendwie anders. Lesan trifft da Ball und Gegner. Gute Entfernung hier für Kollegen Hamann zum Beispiel. Diesmal steht die Mauer nicht so wie gegen Belgien. Schneider noch dabei, Frings, Jeremis. Super gespielt. Über 4 Stationen, aber Ramelow hat aufgepasst. Bobic versucht, den Schiedsrichter aus Turin ein bisschen mit einzubinden in das Spiel. In Rumänien läuft sich ein Auswechselspieler warm, während hier Schneider kommt. Das ist Sorin Gionea vom Pokalfinalisten von Galati. Kivu hat anscheinend Probleme, wie wir hören. Der Kapitän vom AS Rom. Oberschenkelbeschwerden, ja. Christian Kivu verlässt den Platz. Und jetzt haben sie gar keinen Star mehr, nachdem Mutu ja gar nicht angereist ist. Wegen einer Verletzung auch Kivu draußen. Es kommt der 25 Jahre alte Innenverteidiger Gionea, 3. Länderspiel. Eine durch und durch unerfahrene rumänische Mannschaft, aber oben rechts sehen sie eingeblendet, wie es steht. 11 Minuten vor der Pause. Bogdan Lobonz übernimmt die Binde. Der Mann, der in einem Jahr mit 2 Clubs Meister war, 2002. Der war bei Ajax unter Vertrag. Da wurde er an Dinamo Bukarest ausgeliehen. Und ging dann noch im selben Jahr zurück nach Holland. Meister mit Dinamo, Meister mit Ajax. Der Nachfolger übrigens des legendären Stelea, ist der letzte aus der goldenen Generation. Zweikampf, Jeremis, Ganea, Freistoß schnell ausgeführt, Petre, quicklebendig, vorbei an Ramelow. Und jetzt wird es aber peinlich, Freunde. 3:0. Ion Danciulescu, der Torschütze. Das ist der Mann, der von der Brücke gefallen ist, habe ich vorhin erzählt. Jetzt macht er das 3:0. Fehler von Ramelow und ja, abseits oder nicht, war ganz knapp. 3:0 für Rumänien. Kurzes Innehalten des Teamchefs und jetzt geht er an dem Spielfeld ran, der hat die Nase gestrichen voll.
Also wieder die neun Nominierten, sagen wir mal, die Verursacher dieses jetzt dritten Treffers der Rumänen. Vorher Jeremis, dann Ramelow. Der kleine Petre machte einen kleinen Knick, einen kleinen Haken, vorbei war er. 3:0. Jetzt müssen wir langsam mal irgendwo im Archiv nachgucken nach der höchsten deutschen Niederlage der letzten Jahre. Zugegebenermaßen, darauf war ich jetzt in der Vorbereitung nicht gefasst. Da verfummelt er sich, der Jeremis, gegen Ganea. Dann der schnell ausgeführte Freistoß. Ramelow steht da wie eine Ampel. Und Hamann kommt auch nicht nach, als dann Cilescu in Position läuft. Kollektivversagen. 3:0. Die rumänischen Fans hier um uns herum schütteln nur noch den Kopf und lachen sich kaputt. Der Vize-Weltmeister gibt hier seine Visitenkarte ab. Aber ich glaube, die beiden tragen es weniger mit Humor. Und 40 Tage noch bis zum ersten Spiel der deutschen Elf bei der EM gegen die Niederlande. Nur mal so zur Erinnerung. Gut, wir können jetzt natürlich alles aufzählen, wer nicht dabei ist. Ballack, Burns, Nowotny, Baumann, aber das darf nicht sein. Wird noch wiederkommen. Da haben wir noch einen, der spielen könnte. Wenn ich den Kopf da gerade kratzt. Oliver Neuville, Reservist von Bayer Leverkusen. Schneider. Jetzt sieht er nicht, dass links Lahm völlig frei war. Aber Bobic jetzt auf dem Flügel. Philipp Lahm, er macht noch die wenigsten Fehler. Der 20-jährige kleine Linksverteidiger des VfB Stuttgart. Wiederhole noch einmal das Zitat von Rudi Völler, das Ergebnis sei heute nicht wichtig. Dennoch, von so einem Ausgang hat er, glaube ich, nicht mal in seinen kühnsten Albträumen zu träumen gewagt. 0:3, 5 Minuten vor der Pause. 2-3 kleinere Torchancen, eine halbwegs akzeptable durch Kevin Kurani.
Ansonsten wagen wir im Moment nicht an die EM zu denken. Petre, der Vorbereiter des 3:0. Stoikan, Petre, Plezan. Richter Rossetti. So Kummer gewohnt. Er war der Schiedsrichter des abgebrochenen römischen Derbys zwischen Lazio und AS vor wenigen Wochen wegen Fanausschreitungen. Sogar schon zwei Spiele abgebrochen. Vor 5 Jahren noch eins in Genua, wegen aus ähnlichen Gründen. Vielleicht hilft das der deutschen Mannschaft. Um weiteren Schaden zu vermeiden. Und da ist der weitere Schaden. 4:0. 4:0 in einer Halbzeit. Völlig widerstandslos. Wieder ein Stellungsfehler von Ramelow. Das zweite Tor von Ion Danciulescu. 4:0 Rückstand. 0:4 Rückstand gegen Rumänien. Fassungslosigkeit. Im Stadion. Weiter. Jetzt fällt es mir, glaube ich, ein. Es war das 1:5 gegen England in der WM-Qualifikation in München. Das war das höchste. Die höchste Niederlage der deutschen Elf, an die ich jetzt zurückdenken muss. Das war ein Pflichtspiel gegen England, okay. Aber das ist ja eine Vorführung. Schneider, Kurani, Hamann. Ja, dass die Deutschen gegen die sogenannten Großen des Fußballs nicht gewinnen können und dass Testspiele häufiger als Pflichtspiele verloren gehen, beides ist länger bekannt, aber diese erste Hälfte in Bukarest hat eine neue Qualität. Das Wort nehmen wir mal in Anführung, bitte. 4:0 für Rumänien gegen die Elf von Rudi Völler. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen in der Kabine. Was jetzt passiert, ohne jegliche Einstellung zum Gegner. Ein Image-Schaden. Unglaublich. Sie geht unter gegen Rumänien. Eine Mannschaft, die sich für die EM nicht qualifiziert hat. Hier sind die ganzen Protagonisten, die einiges verbockt haben. Jeremis, Ramelow, Ernst, alle an diversen Gegentoren beteiligt. Gegen eine rumänische Mannschaft, die im Umbruch begriffen ist. 0:4, wenigstens haben sie 4 Tore gesehen. So viel zunächst mal von Reporterplatz.
Da hoffen wir einfach mal mit. Es gibt zwei Veränderungen in der Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft. Torwart Hildebrand wird debütieren, aber dann sehen wir erstmal hier Freier. Paul Freier kommt. Die Stollenkontrolle des Stuttgarter Keepers, Timo Hildebrand. Sein erstes Länderspiel, wie gesagt, heute Nachmittag Ortszeit 16.30 Uhr, bei ihm 15.30 Uhr gelandet. Und Paul Freier ersetzt Thorsten Frinks. Das heißt, die Herrschaften in der Abwehr bleiben in der Mannschaft. Es gibt ja auch keine Alternative. Der einzige defensive Mann, der noch auf der Bank sitzt, ist der Dortmunder Sebastian Kehl. Und dann haben wir noch Oliver Neuville. Das sind die einzigen beiden Optionen, die Rudi Völler noch hat. Kehl, er fehlte gegen Belgien wegen einer angebrochenen Rippe. Jetzt versuchen wir mal zu gucken, welche taktischen Folgen dieser Wechsel hat. Man hat ohnehin keine taktische Struktur erkennen können in der ersten Halbzeit. Aber jetzt mal rein von der Position her spielt jetzt Paul Freier auf der rechten Seite. Und Bernd Schneider halb links. Paul Freier, der Bochumer, hat zuletzt gegen Belgien im Angriff gespielt als Sturmpartner von Kevin Kurani. Seine Zukunft liegt ja in Leverkusen. Ist so eine Mischung aus offensiven Mittelfeldmann und Angreifer. Vielleicht eine Gelegenheit, jetzt mal kurz reinzuhören, was Michael Skibbel zu sagen hat. Wie es in der, Kabine zuging. Eine Blamage angenommen. 4 Gegentore in einer Halbzeit. Ich meine, lag das nur an den Umstellungen in der Defensive oder was war da in der Abwehr los? Ja, es lag sicherlich auch an den Umstellungen in der Defensive, aber daran alleine darf es natürlich nicht liegen. Wir haben so viele international erfahrene Spieler auch in der Mannschaft, dass uns so ein Debakel wie jetzt in der ersten Halbzeit nicht passieren darf. Wie erklären Sie sich die geringe Gegenwehr? Ich denke, dass wir insbesondere bei dem Pressing der Rumänen zu leichtfertig Bälle verloren haben. Und das darf uns natürlich nicht passieren. Hoffentlich ist uns die erste Halbzeit Mahnung genug für die zweite Halbzeit, dass wir uns jetzt wenigstens hier ordentlich auf der Affäre ziehen können. Ich kann mir vorstellen, dass Oliver Kahn keine große Lust verspürt, jetzt weiterzuspielen. Ja, das hat mit Lust überhaupt gar nichts zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Auch er ist angeschlagen. Timo wird ins Spiel kommen. Genauso wird der Paul Freier für Thorsten Frinks kommen. Wir hoffen einfach, dass die Mannschaft jetzt die Reaktion zeigt, die auch nach dieser ersten Halbzeit notwendig ist. Dankeschön. Interview haben wir in der Pause aufgezeichnet. Inzwischen wissen wir ja, dass Hildebrand im Tor steht. Die Defensive, die Torso-Reihe bleibt wie sie ist. Und Freier im Spiel anstelle von Frinks. Wie gesagt, bis zum ersten Spiel gegen Holland in Porto. Man muss da versuchen, möglichst schnell dieses Spiel aus den Köpfen zu kriegen. Es gibt ja noch einige Möglichkeiten zur Wiedergutmachung. Am 27. Mai in Freiburg gegen Malta. Da wird es doch gehen. Am 2. Juni gegen die Schweiz bei uns live im ZDF. Gegen die Schweiz in Basel und dann kommen die Ungarn mit Matthäus am 6. Juni nach Kaiserslautern. Und bei der Gelegenheit, wenn wir schon von Holland sprechen, können wir nachher auch mal überprüfen, in welcher Verfassung sich unser Gruppengegner befindet. Wir sehen nachher nach diesem Spiel zunächst Ausschnitte aus der ersten Halbzeit gegen Griechenland und dann live aus Eindhoven die zweite Halbzeit. Niederlande gegen Griechenland. Ob die auch 4 Stück kriegen. Der Lahm macht immer noch so den besten Eindruck jetzt. Der gewinnt 2 Kämpfe, komm, sagt man, es verliert er einen gegen Ganea, dann fault der Freistoß Rumänien. Ein Versuch des Hosentauschs. Lahm, Ganea.
Da mal Freier in Aktion. Und der Neuling. Timo Hildebrand, sicherlich gibt es dankbarere Tage, um zu debütieren, als beim Stande von 0:4. Gegen den Nicht-EM-Teilnehmer Rumänien. Hildebrand, der Torwart, mit den wenigsten Gegentreffern in der Bundesliga. In 30 Spielen musste er nur 18 Mal hinter sich greifen. Philipp Lahm. Ernst Hamann. Jeremis Hamann. Schön, das Spiel mal verlagert auf die andere Seite zu Freier. Eng geblieben an Dika. Und dann bringt er Ramelow im Bedrängnis. Und da wird er zum Glück gefoult. Von dem zweifachen Torschützen von Ion Danculescu. Freistoß für die deutsche Elf. Kurani. Fehlpass Freier. Friedrich konsequent jetzt gegen Ganea. Geht so zaghaft dahin, hat einen riesen Vorsprung gehabt, Ramelow gegen Danculescu. Unglaublich langsam. Der deutsche Abwehrspieler, der übrigens öfter schon mal hinten gespielt hat, war unter Rippekow gelegentlich Abwehrchef. 30 Jahre alt, Carsten Ramelow macht sein 46. Länderspiel, also ist kein heuriger Hase. Unter anderem bei der Weltmeisterschaft, bei der gar nicht so erfolglosen Weltmeisterschaft in Asien, war er zentraler Mann der Dreierkette. Carsten Ramelow, das waren noch Zeiten. Freier. Freistoß für die deutsche Elf, vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn man an das letzte Länderspiel denkt, beim 3:0 gegen Belgien. Ging allen drei Treffern Standardsituationen voraus. Ergänzen möchte ich noch, dass nach dem Ausscheiden von Oliver Kahn Didi Hamann in seinem 52. Länderspiel Kapitän dieser deutschen Elf ist. An diesem Tag wird er rot anmalen im Kalender. Inzwischen haben fleißige Kräfte geforscht und wir haben Folgendes rausgekriegt. Am 16. März, die Älteren wissen es vielleicht noch, 1909, verlor Deutschland gegen England in Oxford, in der Bildungsstätte, mit 0:9. Nur mal sowas Vorwarnung. Aber so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Freistoß Rumänien. Der Versuch, das 0:5 zu vermeiden. Gelungen. Und wäre noch knapp. Kanea.
der Sieger gegen Jeremis, verfolgt von Lahm. Und es bleibt dabei auch nach 9 Minuten der zweiten Hälfte. Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt so gut wie keinen einzigen Zweikampf. Wie schon spielerisch nicht so viel geht, wenn da immer wieder die Defizite aufgezeigt werden. Dann müssten doch wenigstens diese, ich kann es nicht mehr hören, aber sogenannten deutschen Tugenden mal irgendwie greifen. Das ist Zweikampfstärke, Laufbereitschaft, Geist, Engagement. Das können sie alles vergessen heute. Häufiger. Nächste Möglichkeit. Diesmal für Nikola Dika. Völlig frei auf der rechten Seite. Der Flankengeber. Dann Ciulescu. Und da haben wir die 7. Das ist Nikola Dika. Drittes Länderspiel von Steaua Bukarest. Steaua verbindet sich ja damit der größte Erfolg des rumänischen Fußballs. 86 Europacup-Sieger, der Landesmeister, so hieß das damals. Im Elfmeterschießen gegen den FC Barcelona mit Bernd Schuster. Die Nationalmannschaft hatte ihre große Zeit bei der WM 94 in den USA um den Superstar Hadji herum. Die sogenannte goldene Generation. Neue Ära inzwischen angebrochen, die Last soll auf mehreren Schultern verteilt werden. Man will sich unbedingt für die WM 2006 qualifizieren. Diese Sorgen hat Rudi Völler, hat Michael Skibbe wenigstens nicht. Da sind wir wenigstens als Gastgeber automatisch dabei. Friedrich, Zweikampfsieger gegen Dan Ciulescu. Kurani, Kopfballsieger gegen Gonea. Und Feierabend, ja, egal, zwei positive Aspekte. Und ich bin sehr dankbar um jeden Aspekt. Paul Freier beim Eckball. Hildebrand. 13 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Hat noch kein Tor gekriegt. Und die verunglückte Flanke von Florentin Petre. Nach 119 Bundesligaspielen. Sein erstes Länderspiel. Timo Hildebrand hält ja auch den Bundesliga-Rekord, was
die Anzahl der fehlenden Gegentore angeht. 884 Minuten lang spielte er zu Null. Das war 2003. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Speziell heute, an diesem Abend. Wobei Kahn konnte für die vier Tore wirklich nichts. Der vorletzte mögliche Wechsel bei der deutschen Nationalmannschaft. Oliver Neuville steht bereit. Hat gestern im Training einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Zurzeit, wie gesagt, nicht erste Wahl bei Bayer Leverkusen. Eine Leistenoperation im Winter hat ihm den Stammplatz im Verein gekostet. Vergangenen Samstag spielte er 11 Minuten gegen Borussia Dortmund. Freddy Bobic hatte keine einzige Torchance und wird durch den Leverkusener Oliver Neuville ersetzt. Der Angriff jetzt Kurani und Neuville. So, der Letzte, der auf der Bank noch sitzt, ist Sebastian Kehl. Cholesco. Völlig frei, der Siebler, das ist Dika. Oh, das wäre fast das 5:0 gewesen. Hildebrand verhindert den Ausbau dieses Debakels im Rapid-Stadion. Ganea, der ehemalige Stuttgarter und ehemalige Vereinskollege von Hildebrand, die haben ja gemeinsam gespielt. Freier. Aus. Noch einmal hier die Hereingabe von Ion Danciulescu. Und da war mit der Hand noch dazwischen, lenkt den Ball an den Pfosten. Erste Bewährungsprobe für den Neuling im Tor. Und der Schuss kam ja gar nicht von Ganea, sondern von Dika. Eben haben wir kurz gesehen, dass Sebastian Kehl sich aufwärmt. Damit sind alle Wechselmöglichkeiten oder wären alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft. Ramelow, Jeremies, Friedrich. Der Freier findet bisher nicht ins Spiel. Ganea. Friedrich dazwischen. Rath, der Mann, der das 2:0 gemacht hat. Der linke Verteidiger von Schachtor Donetsk. Foul von Freier. Nicht geahndet. An Plesan. Thank you.
Friedrich, Zweikampfsieger, aber dann ein riskanter Rückpass. Auch das wäre beinahe ins Auge gegangen, aber Hildebrand hat aufgepasst. Und das Spiel wieder unterbrochen. Es ist eine einzige Katastrophe. Wieder Zeit für einen kleinen historischen Exkurs. Wir machen mal weiter. 1913 lag eine deutsche Mannschaft zuletzt mit 0:4 zur Pause hinten. 1913 gegen Belgien. Am Ende ging es 2:6 aus. Dass Sie dies alles erfahren dürfen, liebe Zuschauer, können wir uns auch nicht träumen lassen. Auch in der zweiten Hälfte noch keine brauchbare Torgelegenheit des Vize-Weltmeisters. Dafür zwei richtig dicke Chancen der Rumänen. Es könnte hier leicht 6:0 stehen. Kein Abseits, Kanea gegen Jeremis. Ja, das nimmt er jetzt doch zu locker, der Kanea. So leicht geht's auch nicht. Fabian Ernst. De Ville, ein Rad dazwischen. Ernst. Philipp Lahm. Wieder Ernst. Schneider. Das läuft der nächste Konter, aber Friedrich lässt sich diesen Vorsprung nicht nehmen gegen Raswan Rath. Der neue Kapitän, Didi Hamann. Der Taktgeber normalerweise des deutschen Spiels in England, in Liverpool, wo er spielt, nennen sie ihn den Metronomen. Weil er so gut den Rhythmus bestimmen kann. Wie gesagt, die Rede von anderen Spielen, nicht von heute, aber theoretisch, was alles so möglich ist. Eigentlich hat Rudi Völler sein Kader ja fest im Kopf für Rumänien. Das letzte Länderspiel. Bevor die 23 Mann benannt werden. Ende Mai, Kurani. Trotz dieses Spiels denke ich mal, dass es keine großen Überraschungen geben wird. Trotz dieses rabenschwarzen Tages. Die hier Nominierten können mit ziemlicher Sicherheit von der Berufung ausgehen. Auch wenn der Teamchef immer wieder betont, die Entscheidungen seien noch nicht definitiv gefallen. Rumänien wechselt im Doppelpack. Karamarin kommt, Gabriel Karamarin. Ein Debütant. Offensiv links. Anstelle von Dika. Das ist er. Und Adrian Neaga. Ein Stürmer. Mit der 15. Kommt zu seinem zweiten Länderspiel, das ist er hier. Sein einziges Spiel hat er vor 3,5 Jahren gemacht gegen Algerien. 2001 hier mit der 15er hier, des Dopings überführt. Wurde von der Profiliga freigesprochen, aber vom NOK Rumäniens lebenslang gesperrt. Also seine Olympischen Spiele darf er nicht teilnehmen, aber für die Nationalmannschaft ansonsten eingesetzt werden. Ein Frustfoul von Hamann an den neuen Mann, an Karamarin.
Apropos Frust, wir erfahren gerade von den Kollegen, dass Oliver Kahn das Spiel sich gar nicht mehr anguckt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, er sitzt alleine im Bus. Wir hätten ihn gern gezeigt, der Oliver Kahn, aber unsere Kabelwege, die reichen dann nicht so weit. Raus aus dem Stadion. Er sitzt im Bus. Noch 20 Minuten. Und die deutsche Elf hält das 0:0 in der zweiten Halbzeit. Nach seinem Foul an Karamarin. Sehen wir das Positive, Hildebrand, der Neuling, absolut fehlerfrei bisher. Auch Lahm da drüben auf der linken Seite macht dann ordentliches Länderspiel. Der Jüngste mit 20. Freier. Ein paar vereinzelte deutsche Fans haben die Reise hier nach Rumänien mitgemacht. Eine kleine Schar, die sich jetzt lautstark anfeuernd bemerkbar macht. Ramelow, Schneider, Freier, Schneider, gut gelaufen, der Leverkusen hat ein bisschen untergetaucht, war Kurani, eine Torchance, 74. Minute. Also wenn überhaupt Torgefahr besteht für Bogdan Lobons, Schlussmann von Ajax Amsterdam, dann durch Kevin Kurani. So, während hier Flavio Stoikan, der rechte Verteidiger, behandelt wird. Und im Bus war es wahrscheinlich zu kalt. Die Standheizung ist, glaube ich, ausgefallen. Da steht er. Oliver Kahn, der Kapitän, streng bewacht von den Kollegen da rechts. Und wer guckt grimmiger? Ein kleiner Wettbewerb. Also Kahn wieder aus dem Bus draußen.
Wird vermeldet, Viertelstunde vor Schluss. Und auf seine Aussage bin ich sehr gespannt nach dem Spiel, Rudi Völler. Vielleicht können wir es dann doch wagen, von einem Tiefpunkt zu sprechen, ohne gescholten zu werden dafür. Aber die Kollegen Kerner und Beckenbauer sind ja diplomatisch genug, um den Teamchef dann nicht zu verärgern. Das ist bei so einem Debakel. Soll. Abwehr, eine Katastrophe, Mittelfeld, hat er in der ersten Halbzeit sogar bei Ansätzen, die akzeptabel waren, aber es wird auch immer schlimmer. Hamann mit einer indiskutablen Vorstellung, Ernst bei seinem ersten Spiel von Beginn an. Heute in der Tat kein Gewinn, aber wen soll man denn da herausstellen? Negativ. Sie haben alle, fast alle versagt. Kehl im Spiel. Und Applaus für Ovidio Petre, nicht verwandt mit Florentin Petre. Petre für Petre. Und ein Star des rumänischen Fußballs kommt jetzt auch zum Einsatz, Cosmin Contra. Mann von der rechten Seite spielt inzwischen bei Atletico Madrid. War im UEFA Cup Endspiel mit Alaves, war beim AC Mailand. Sein Comeback nach 10 Monaten in der Nationalmannschaft wegen einer Knöchelverletzung. Cosmin Contra mit der 17 jetzt im Spiel bei Rumänien. Das erste Mal Kehl in Aktion. Und es gibt Freistoß für die deutsche Elf nach Foul von Ovidio Petre. Von Galatasaray Istanbul, hier der 21er. Trainiert wird er von dem größten Star des rumänischen Fußballs aller Zeiten, von Hagi. George Hagi, Trainer jetzt bei Galatasaray. War auch mal Nationaltrainer hier von Rumänien, aber nur 5 Monate. Hat die WM-Qualifikation verpasst und dann wurde er wieder abgelöst von dem ehemaligen Nationaltrainer, von Angel Iordanescu, der jetzt eine neue Mannschaft aufbauen möchte und anscheinend auf einem ganz guten Wege. Spielen ja wirklich, also zumindest in der ersten Halbzeit, schönen Fußball, auch wenn die Gegenwehr, wie gesagt, das haben Sie ja gesehen, der deutschen Nationalelf sich durchaus in Grenzen hielt. Das ist Cosmin Contra, der 29-Jährige, macht sein 43. Länderspiel. Das sind die einfachsten Dinge, die da misslingen. Selbst ein
Pass geradeaus geschlagen über 5 Meter, da rutscht dann nichts aus. Also das ist schon unfassbar. Hat in der zweiten Halbzeit auch noch keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Hildebrand. Gut gemacht. Der Spätberufene. Pressesprecher Harald Stenger hat ihn bei seiner Freundin erreicht in Stuttgart. Er hatte sich auf einen Fernsehabend. Hier haben wir Harald Stenger übrigens rechts und links neben ihm Jens Nowotny, der wie gesagt kurz vor Spielbeginn signalisieren musste, dass nichts geht. Kann im Nachhinein heilfroh sein. Tja, Hildebrand hatte sich auf einen Fernsehabend im ZDF eingestellt zu Hause in Stuttgart. Jetzt vielleicht ein kleiner Lichtblick in dieser deutschen Nationalmannschaft. Hatte 3-4 Aktionen, alle gut gelöst, hat keinen Gegentreffer bekommen. Und das ist in der Tat an diesem Abend etwas Besonderes. Timo Hildebrand. Sein ehemaliger Mannschaftskamerad Viorel Ganea verletzt jetzt den Platz. Und es kommt ein Stürmer von Sporting Lissabon, Marius Nicolai. Es hat Jordanescu fast alle seine Leute, die auf der Bank saßen, eingesetzt. Hier ist die erste Aktion des Stürmers von Sporting Lissabon. Und gut gemacht von Jens Jeremis. Ecke Rumänien. Nicolai, ein Rückkehrer, anderthalb Jahre hat er nicht gespielt für Rumänien, weil er häufig verletzt war. Friedrich versucht. 5-0. Von Kehl nicht aufzuhalten. Gabriel Caramari. In seinem ersten Länderspiel. 5-0 beobachtet von Oliver Kahn und Thorsten Frings. Zunächst der Abwehreinsatz von Friedrich und dann kommt Kehl zu spät. 5-0 für Rumänien. 6 Minuten vor dem Ende. 5-0. Hildebrand kann da nichts machen.
Torabstoß. Bei diesem Schuss vom Freier, der von Neuville beinahe ins Tor geprallt wäre von Bogdan Lobotz. Unsere statistische Abteilung halten wir jetzt heute wirklich mal auf Trab. Also, mit 5 Toren verloren, Unterschied, verloren, hat die deutsche Nationalmannschaft 1954 bei der Weltmeisterschaft. Vor 50 Jahren, ein paar Tage vor dem eigentlichen Wunder von Bern, 3:8 gegen Ungarn. Später ist sie Weltmeister geworden. Freunde, es gibt Hoffnung. Die höchste Niederlage seit 50 Jahren und sie durften dabei sein. Noch 4 Minuten. Dass er die Statistik jetzt kaputt gemacht hat hier mit. Doch, Tor für Deutschland, Philipp Lahm. Philipp Lahm verkürzt auf 1:5. Es wird dann möglicherweise doch keine historische Niederlage hier in Bukarest. An der Peinlichkeit ändert es nichts, abgefälscht. Für Lahm freut es mich. Denn er war, wie gesagt, einer der wenigen positiven Ausnahmen bei diesem desaströsen Auftritt. Drittes Länderspiel für den 20 Jahre alten Stuttgarter. Sein erstes Tor. Aus seinem linken Fuß, der ist ja Rechtsfuß, obwohl er Linksverteidiger ist, stark verbessert durch Sondereinheiten im Training mit Krasimir Balakow, dem Co-Trainer. Einem wahren Virtuosen am Ball. Aber das Tor macht er mit rechts. Also die richtige Freude mag er nicht aufkommen beim Teamchef, bei Rudi Völler. 88. Minute. Nur noch 1:5. Der Hinweis, liebe Zuschauer, im Anschluss daran, Niederlande, Griechenland, live die zweite Halbzeit aus Eindhoven. Und dann sehen Sie viele schöne Tore, denke ich mal. Unsere Gruppengegner sind dabei. Tschechien gegen Japan, dann die Brasilianer, der Weltmeister, gegen Ungarn, Lettland. Gruppengegner Nummer 2 der deutschen Elf in Portugal spielt gegen Island. Also Formcheck der EM-Teilnehmer. Den Formcheck der deutschen Mannschaft haben wir gleich hinter uns. Es läuft die 90. Minute. Alles Historische ist mehrfach gesagt.
aber es interessiert uns sowieso eher die Gegenwart der Elf um Rudi Völler und kurz vor der EM in Portugal. Die Zukunft der deutschen Fußballnationalmannschaft, da steht sie in Zahlen im Moment 1:5. Ein Desaster hier in Bukarest. Und die wichtigste Frage, wie stecken sie das weg? Und werden personelle Konsequenzen gezogen, kommen doch noch neue Spieler? Und Oliver Kahn stellt sich, der Kapitän, im Gespräch mit René Hiepen. Man muss vorsichtig sein mit solchen Aussagen, aber das war schon eine absolute Blamage und ein sehr, sehr großer Rückschlag. Ist das für Sie ein Tiefpunkt, 48 Tage vor dem Spiel gegen Holland? Ja, ich glaube, wenn man 5:1 verliert. Also ich kannte bislang, dass man sich schon, wenn man nicht spielt, aber dass man sich schon, wenn man spielt, das habe ich noch nie erlebt. Wie ging Ihnen es, als Sie gesehen haben? In der ersten Halbzeit und haben den Torschuss um Torschuss ermöglicht, wie als wären wir gar nicht auf dem Feld. Und wie gesagt, da braucht, glaube ich, keiner nach Ausreden suchen. Vielleicht nicht erstklassige Mannschaft, die nicht bei der EM dabei ist. Und das müssen wir auf alle Fälle abstellen. Und die entscheidenden Worte, Selbstvertrauen, inwieweit wird das beschädigt, viele Erklärungsversuche, klare Worte von Oliver Kahn, von Didi Hamann, Deutungsversuche für das eigentlich Unerklärliche, für diese Blamage, für diese Peinlichkeit hier, die Sie jetzt nochmal grün auf grün sehen, auf dem Rasen des Rapid-Stadions in Bukarest. Rumänien gewinnt mit 5:1, der Image-Schaden, glaube ich, ist schwer reparabel. Malta wird es vielleicht büßen, Malta wohlgemerkt in Freiburg, dann Schweiz und Ungarn noch als Aufbaugegner, um möglicherweise nicht mit dieser Blamage in den Köpfen nach Portugal reisen zu müssen. Es kommen schwere Tage zu auf Teamchef Rudi Völler, auf Michael Skibbe, auf die deutsche Nationalmannschaft. Sie waren Augenzeugen wirklich eines Tiefpunkts, lange nicht mehr erlebt.